Du kannst noch so günstige Flüge finden und auch einen günstigen Mietwagen buchen. Doch tanken, schlafen und essen muss man ja auch. Trotzdem kostet dich ein Urlaub in den Vereinigten Staaten noch ganz schön was an Geld und natürlich auch Geduld beim 8 bis 12 Stunden langen Flug. Ich persönlich fände es nur zu schade, wenn ich dort meine Zeit einfach nur vertrödle. Hey du, cool, dass du hierher gefunden hast. Ich bin Christian, dein Reiseberater, und ich erkläre dir heute mal den Unterschied von deutschen zu amerikanischen Straßen. 250 oder gar 400 Kilometer am Tag zu fahren, da schrecken manche Leute zurück. Nicht zuletzt, weil sie sich mit dem Gedanken einfach nicht befasst haben. Wenn man in Deutschland 500 Kilometer fahren muss, um Urlaub in den Bergen oder an der Nordsee machen zu können, fährt man meistens irgendwann sehr früh morgens los und zieht möglichst zügig durch, um den Autobahnstress hinter sich zu lassen und den Urlaub zu beginnen. Bei einer USA-Reise ist das natürlich vollkommen anders. Zunächst mal kennst du dein Ziel, welches nicht einfach in Europa liegt, sondern du fliegst über den großen Teich auf einen anderen Kontinent. Des Weiteren solltest du bedenken, dass die Autofahrt in Deutschland nur ein Mittel zum Zweck darstellt. Ähnlich wie der lange Flug in die USA. Wenn du dann aber angekommen bist und deinen Mietwagen unter dem Hintern hast, ist das Empfinden ein ganz anderes. Um dir verständlich zu machen, wie ich das genau meine, zeige ich dir mal einen beispielhaften Tag eines Roadtrips. Nach eurer Ankunft in Los Angeles wart ihr am gestrigen zweiten Tag im Joshua Tree National Park und seid noch bis Needles ins Motel gefahren. Jetzt also der dritte Tag. Aufgewacht im Motel, aufgestanden, geduscht und frisch gekleidet, verlasst ihr um 9.30 Uhr euer Motel und fahrt über die Staatsgrenze nach Arizona, wo es aufgrund der Zeitzonenverschiebung jetzt erst 8.40 Uhr ist. Ihr bestellt im Topbox 66 beispielsweise ein Breakfast Omelette mit Chili, Avocado, Toast und Home Fries. Eine Portion, split for two, also auf zwei Portionen verteilt. Das reicht locker, ernsthaft. Ist richtig schön dort, ruhig und total stylisch. Siehe Bilder. Kosten fürs Frühstück 15 Dollar plus Trinkgeld, also 18 Dollar. Um 10 Uhr geht's dann weiter ins 40 Kilometer entfernte Oatman, eine alte Geisterstadt. Hier gibt's freilaufende Esel und sicher einige weitere Fotospots. Nach weiteren 90 Kilometer auf der alten Route 66 findet ihr gegen 13 Uhr den General Store in Hackberry. Dabei handelt es sich um eine alte Tankstelle der 1930er Jahre, wo es neben einem Museum mit alten Memorabilia zu Route 66 auch diverse Autos zu sehen gibt und natürlich den Store an sich, der über allerhand Zeugs verfügt. Weiter geht's nach Seligman. Auch dort gibt es einiges zu erleben. T-Shirt-Shops, Souvenirs, Autos, alte Häuser und alles im Flair der Route 66. Im legendären Delgadillo Snowcap zieht ihr euch Burger, Burritos oder Tacos und ein Eis rein und setzt dann um 16.15 Uhr zur Weiterfahrt an. Nach 40 Minuten seid ihr am Safeway-Markt, wo ihr euch noch ein Abendessen besorgt und braucht anschließend noch eine gute Stunde, wofür ihr nun aber auch mit dem ersten Blick auf den größten Canyon der Welt verwöhnt werdet, dem Grand Canyon. Schon mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ihr am Folgetag das und das sehen werdet, findet ihr euch in eurem Motel ein und genießt den Sonnenuntergang. Mit dem Programm, und wie gesagt, ist das nur irgendein Beispiel, sind 413 Kilometer, wie in diesem Fall, doch nicht wirklich mit Deutschland vergleichbar. Selbst wenn dich nicht alles davon interessieren sollte, es gibt immer noch Ausweichmöglichkeiten. So könntest du zum Beispiel lieber eine Alpaka-Farm in Kingman oder das Flintstones Museum in Williams besuchen. Liegt auf fast derselben Strecke. Manchmal sind die Tage in den USA einfach nicht lang genug. Nun hoffe ich, dir einen kleinen Einblick gegeben haben zu können vom Aktivurlaub auf der Straße. Wer viel sehen will, der muss auch viel fahren. Ich finde, das lässt sich so auch sehr gut umsetzen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann bitte aber auch die Klingel aktivieren. Das hilft mir, dich mit dem nächsten Video auch wieder zu erreichen. Hier neben mir darfst du auch gerne noch was aussuchen, wenn du Zeit und Lust hast. Ich bin dann erstmal wieder weg. Ne?